Geistlichkeit, werte Ehrengäste, liebe Magistrantinnen, geschätzte Kameraden, liebe Tiroler Landsleute. Wenn man da vorne sitzt, dann hat man einen ganz, ganz großen Vorteil, nämlich man kriegt alles sehr genau mit. Und deshalb sage ich jetzt ganz am Anfang ein kräftiges Grüß Gott. Auch wenn man da vorne nicht so oft sitzt, vergisst man eines nicht, nämlich, dass es da hinten stehen an einem Tag wie heute recht warm sein kann. Deshalb mein Wort verspreche ich eigentlich, dass ich sehr, sehr kurz machen werde. Als wie der Bezirksmajor des Schützenbezirkes Südtiroler Unterland und der Auer Hauptmann vor einiger Zeit gefragt haben, ob ich nicht heute da die Festrede halten würde, dann war mein erster Gedanke, um den kann bessern. Nur dazu einen von anderen Dolseiten. Ich habe dann aber sehr schnell Ja gesagt. Nicht nur, weil es eine besondere Ehre für mich ist, sondern weil ich mir diese Chance auch nicht entgehen lassen wollte. In meinem Beruf ist es meistens so, da sollte man objektiv, da sollte man neutral sein. Da kann man nicht immer das sagen, was man will. Als Schütze aber, als Schütze muss man sagen, das, was man denkt. Und vorneweg muss ich eigentlich nur eines sagen, nämlich herzlichen Glückwunsch dem Schützenbezirk Südtiroler Unterland zu seinem 25. Geburtstag. Und eigentlich wollte ich mir diese Geste für ein bisschen später aufhalten, aber ich denke, danach wird es noch wärmer. Deshalb ziehe ich jetzt meinen Hut. Und aus Respekt vor eurer, der Landeskommandant hat es vorhin Buckeln genannt, ich nenne es aufopferungsvoller und ehrenamtlicher Arbeit im Dienste unserer Heimat und deshalb ein großes Vergeistert dafür. Und wenn man die Ausstellung heute da in Auer anschaut oder nicht nur die Organisation eines so großartigen Festes, dann kann man nicht oft genug Danke sagen. Geburtstage sind ein guter Grund zum Feiern, aber auch eine gute Gelegenheit, zurückzuschauen, aber auch nach vorne. Wir Schützen, wir machen das sehr, sehr gerne. Wir schauen zurück und wir schauen aber auch nach vorne. Viel zu oft stimmen wir dabei aber Schwanengesänge an. Bemitleiden uns selber anstatt so stolz, wie wir heute hierher marschiert sind, mit stolz erhobenen Hauptes in dieses prachtvolle Land hinauszuschauen und mit Zufriedenheit und Dankeschön und mit Demut für dieses wundervolle Land, für diese wundervolle Heimat und für dieses Leben, das wir leben dürfen und das uns Millionen andere Menschen beneiden, einmal aufrichtig Dankeschön zu sagen. Und ich möchte heute ganz bewusst Danke sagen. Dem Herrgott, aber auch allen Männern und Frauen, die in unserer Geschichte vieles für uns geleistet haben. Angefangen von den Stadtschützen vor 100 Jahren, herauf über die Freiheitskämpfer, so wie es bereits heute erwähnt worden ist, aber auch vielen unserer Eltern, Großeltern, die für unser Land gekämpft und gearbeitet haben. Und mit diesem Stolz werden wir auch weiter für unsere Rechte einstehen, werden wir weiter unser Brauchtum, unsere Kultur leben. Italien hat es in den vergangenen 100 Jahren nicht geschafft, aus uns Italienern zu machen. Und Italien wird es auch in den nächsten 100 Jahren nicht schaffen. Und wir Schützen, wir brauchen dafür keine Parteipolitik, keine Umfragen, keine Selbsttests und erst recht keine Leute aus den eigenen Reihen, die uns vorrechnen wollen, wer die besseren Patrioten sind. Für einen Schützen gibt es nur ein Bekenntnis und das ist das Bekenntnis zu einem einzigen, zu einem geeinten Tirol. Ich weiß, es ist für viele heute immer in, ein Tiroler zu sein. Und erschreckt nicht, sich hinzustellen und zu sagen, mein Vaterland ist Österreich. Aber da geht es uns, und ich möchte jetzt dem Herrn Hochwürden um Verzeihung bitten für diesen Vergleich, aber da geht es uns wie der Kirche. Auch der Glaube ist für viele nicht mehr in. Aber es kommt für jeden der Moment, wo er den Halt, wo er die Kraft sucht und findet, die es nur im Glauben gibt. Und genauso ist es mit unserer Identität, mit unserem Brauchtum und unserer Kultur.
Irgendwann kommt jeder drauf, der andere früher, der andere später, woher er kommt und wer er wirklich ist. Ich gebe gern zu, es ist schwer vorstellbar bei vielen, auch bei vielen unserer Politiker, auch bei jenen, die sich in Sonntagsreden gerne hinstellen und von der Europaregion Tirol reden, im wirklichen Leben aber wenig oder gar nichts dafür tun. Wir schützen, wir leben diese Europaregion schon heute, viel mehr als alle anderen. Und ich bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist und dass uns in den nächsten Jahren viele auf diesem Weg folgen werden. Und wenn wir in 25 Jahren, und das wünsche ich so vielen wie möglich heute unter uns wieder treffen, zum 50. Geburtstag des Schützenbezirkes Südtiroler Unterland, da bin ich überzeugt davon, dass wir alle einen europäischen Pass in der Tasche haben. Aber was noch viel wichtiger ist, nach wie vor die Liebe zu unserer Heimat im Herzen. Und bis dahin werden wir weiter das Gewissen, aber auch das wachsame Auge dieses Landes sein. Es lebe das Südtiroler Unterland, es lebe Tirol. Ja, ich bedanke mich bei allen Rednern für die treffenden Worte. Bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Gelingen unseres Bezirksfestes beigetragen haben. Bei der Kompanie Auer für die Ausrichtung und bei meiner Bezirksleitung für die Organisation. Bedanken möchte ich mich bei Hochwürden Vater Peter Hofmann für die Messfeier. Bei der Musikkapelle Auer für die musikalische Umrahmung der Ehrenkompanie, der Stadtschützenkompanie Major Ignaz Straub-Hall für die exakten Ehrensalben.